Hey Kevin! Ja? Danke vielmals, dass du deine Homeparty geladen hast. Ja, hey, kein Ding, von mir. Morgen wieder eine, kannst du gerne kommen. Oh, morgen, ja. Wieso? Es ist 1 um 10 Uhr, um 10 Uhr ist Nacht. Ja, aber wir haben... Ja, wenn man es überhaupt Musik nennen darf. Wir haben eigentlich nicht so wollen, sie stören. Ja, aber also hallo, wohnen da gerade um bringen, wir haben wirklich... Verlegenheit bringen. Ich tue es nachher ein bisschen ruhiger machen und so. Gell, Tobi? Machen wir nachher ein bisschen ruhiger. Ja, wir machen ruhiger. Ja, heiß heißt es. Und ja, wir gehen dann nachher schon heim. Ich habe nur drei Kollegen da. Scheiß Musik, die gehen. Kannst du nicht mal Musik? Nein, das ist doch keine Musik. Ja, sollen wir Oper auflegen, oder was? Ja, das wäre immer noch Kunst. Nein, aber wir tun dann nachher ein bisschen abschrauben. Ich tue mir Mühe und ich tue auch meine anderen Kollegen dazu motivieren. Ja, das ist so langsam gehen. Und 3 ab 10 Leute in der Polizei. Die Tagesschau ist schon 3 ab 10, ja. 2 Minuten ist der Lavalär-Musik draussen. Ist gut, Donne. Wir kommen dann nachher wieder. Ja, ist gut. Ich habe keinen Schlaf. Und aber was dort Nachrichten bringen. Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu den 10 ab 10 Nachrichten hier auf Rola TV. Die Regierung hat vor 2 Tagen ein Gesetz erlassen zu einem weltweiten Verbot der Musik. Dass das zu Ausschreitungen führt, war anzunehmen. Gestern sind schon einige Demonstranten festgenommen worden. Das hält natürlich Demonstranten nicht ab und sie machen munter weiter. Ich möchte jetzt live zum Ostern-Korrespondent Adrian schalten. Wir befinden uns hier auf dem Gemeindeplatz in Ebiken. Hinter mir sind ein paar Demonstranten, die gegen das Verbot der Musik demonstrieren, das kürzlich eingeführt worden ist. Wir sehen, die Menge ist etwas kleiner geworden. Es sind schon einige verhaftet, aber sie gehen nicht auf. Sie machen wirklich gut weiter. Ich gebe wieder zurück zum Adrian im Studio. Danke vielmals. Danke, Adrian. Die Regierung hat zur Umsetzung dieses Gesetzes eine Polizeieinheit eingesetzt. Wir haben sie schon begleiten auf ein paar Einsätze. Wir zeigen jetzt Ihnen ein paar Ausschnitte, wie die Polizei gegen die Musikverbrecher vorgeht. Watch that girl, see that scene, begin dancing queen. Woo! Wir haben hier Musikverbrecher, Verstärkung, schnell! Begin dancing queen. Dun, 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 dun. Heilige Bimbam! Nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Bimbam!
bin untot! Nein, ich bin untot! Bitte! Bitte! Schwester, ich drücke ab. So, du kommst jetzt mit. Du bist verhaftet wegen Musikverbrechen. Nein, das ist Kassenbrechen. Ich will nicht. Ich begrüße hier im Studio den Polizeichef von dieser Einheit. Er möchte ihn als ein paar Worte an die Bürger richten. Ja, liebe Bürger, die Polizeiinterventionseinheit ist von der Regierung gegründet worden, damit man das Musikverbrechen unterdrücken kann, mit oder ohne Gewalt. Sie haben vorher schon gesehen, bei Demonstrationen, es hat schon recht einen grossen Einfluss, was man machen kann. Und falls Sie das Musikverbrechen sehen oder können beurteilen, dann rufen Sie unter folgender Nummer an, die unten eingeblendet ist. Polizeiinterventionseinheit? Ja, schönen guten Tag, das ist Meinrad. Ja, ich habe gerade in den Nachrichten gesehen, dass es ein Musikverbot gibt und meine Nachbarn da können sich also überhaupt nicht daran halten. In der Heidelbergstrasse 57. Jawohl, ja, merci, wiederhören. Ich muss. Vielen Dank. Das war schon wieder von den 10 ab 10 Nachrichten. Wir wünschen Ihnen, liebe Damen und Herren, noch eine gute Nacht. Ja, aber jetzt ist voll doof, dass der Kevin verhaftet worden ist. Ja, mega. Jetzt haben wir keine Chance mehr zur Musik machen oder hören. Was machen wir jetzt? Machen wir es im Geheimen. Ja, aber wo? Ich glaube im Fall, im Appenzell könnte das noch gäbig sein. Ja, dort ist fast niemand. Ja, genau, darum meine ich. Ja. Machen wir keine Musik im Appenzell? Ja, genau. Ja. Flüchtet doch mit uns mit ins Appenzell. Machen wir dort Musik. Sehr cool.